Feldposten. Feldposten, verstanden. Feind in Sicht. X-Ray ausgeschaltet. Geil. Er ist ausgeschaltet. Bis du gleich. Sieht doch nichts, dann. Ah, wo ist dieser? Okay. Dann hierhin. Bestätige. Und nachladen. Rock and roll. Auch nachladen. Passen wir es an. Und auch nachladen. Bin wieder da. Obwohl so ganz unten Deckung steht jetzt da. Ganz gut. Er hat keine Wahl, muss nachladen. Nachgeladen. Ja, versuch's einfach mal. Brauche Nachschub. Na doch, kein Risiko eingehen. Negativschaden. Mal sehen, ob wir hier von hier aus ihn anvisieren können. Sehr gut. Verdammt, Feind lebt noch. In Bewegung. Und einmal schießen. Da treffen wir heute nichts, wa? Justiere Visier. Ach ja, der hat ja einfach so Feldposten, wenn sich jemand ihm nähert. Sie umgehen mich. Und der Troll trifft nicht. Gibt's ja gar nicht. So, wer braucht denn noch hier noch einen Abschuss? Einer, die neuen haben alle schon. Clara muss nachladen. Bin wieder da. Ja, komm denn. Ruiz, du darfst. Einsatzziele erreicht. Ja. Ausgezeichnet. Gut gemacht, Leute.
Colonel, sehr schön, sehr schön. Was kann er jetzt? Okay, okay. ...50% mehr kritischen Schaden bei Sturm und Schuss. Das ist super. Immunität gegen kritische Treffer. Ich hoffe mal, er wird gar nicht so oft getroffen. Aber ich will, dass er nach vorne stürmen kann und jemanden ausschaltet. Nee. Opportunist fand ich ja ganz gut. Wiederbelebung. Und Reflexschuss geht daneben, das finde ich auch super. Ein paar neue Leichen und Waffenfragmente, sehr schön. Obwohl, wir brauchen eigentlich Legierung, ne? Wir bleiben in Kontakt, Commander. Gut, scannen wir noch mal eben kurz weiter. Zugangslift einsatzfähig. Aufzug. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. 32 Ingenieure. Das heißt, wir brauchen dann demnächst ein neues Kraftwerk. Das muss dann hier hin. Und ja, müssen wir erstmal Geld verdienen. Also scannen wir weiter. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Mhm. Dann gucken, wo der hin kann. Oh Moment, da wollte ich gar nicht weg. Wir haben jetzt in Europa schon 3 Satelliten. Das heißt, wir bekommen einen Bonus, wenn wir... Wohl, haben wir den Bonus jetzt schon einfach so oder... Oder kriegen wir dieses Expertenwissen, wenn ich jetzt den 4. Satelliten hinsetze? Gute Frage. Denn wir haben ja in Europa gestartet. Argentinien und Brasilien können wir die Panik reduzieren, genauso wie in Japan und Indien. Japan bringt nochmal gut Asche. Das heißt, ich platziere den erstmal noch gar nicht, sondern warte mal. Der letzte Kontakt war ein Fehlalarm. Was jetzt noch so passiert. Satellitenkontrollzentrum bereit. Ich warte noch ab. Okay, bin ich mal gespannt, was die kann. Wahrscheinlich kann ich es mir eh nicht leisten. Okay, geringe Schussweite ist also was für unsere Stürmer. Dann geht es jetzt weiter mit der Titanrüstung und ich guck mal, was diese Legierungskanone kostet. 178. Wahnsinn.
genau, was für Satelliten. Wir haben jetzt einen Satelliten, es kommen noch zwei nach, sind drei. Und vier können wir aber einsetzen. Das heißt 57. Muss ich noch 30 Credits verdienen. Auf dem Schwarzmarkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach komm, gehen wir hier auch auf 10 runter. Und dann können wir hier noch ausheben, um den nächsten Monat das Kraftwerk zu bauen. So, dann noch mal gucken, was für einen Bonus wir durch Südamerika bekämen. Gewusst wie... Ich glaube, das war irgendwie Forschung von Autopsien oder sowas, kriegt man sofort. Also nichts, was mir jetzt im relativ späten Spiel noch was nützt. Da nehme ich dann lieber Amerika, bekomme noch ein paar mehr Ingenieure, aber ein bisschen später vielleicht Amerika. Lieber erstmal noch die Panik hier reduzieren. Also Japan. Satellit gestartet. Es wird spannend da draußen. Wir verfolgen mehrere nicht identifizierte Ziele. Und Indien. Achso, dauert noch ein bisschen. Kontakt entdeckt. Okay. Dann nehmen wir den mit der Laserkanone. Wir sind dran. Sind im Zielanflug. Sehr schön. Dann besorgen wir uns mal neue Legierung. Ach so, Moment. Kundschaft, aber die Größe war Mittel. Okay, alles klar. Medikit, Pulsbogen. Er nimmt hier auch noch ein Medikit mit. Haben wir wahrscheinlich nicht, ne? Mal wieder keins gekauft. Dann anders, dann nimmst du hier. Die Weste und du den Pulsbogen. Also hast du einen Skelettanzug an? Nee, wer hat denn hier einen an? Gar nichts Vernünftiges an. Das ist nicht so schön.